Diesen Herbst kehren die Entmieteten zurück, um diejenigen zu plagen, die sie auf die Straße gesetzt haben. Ja, hallo? Sie haben kein Heizöl gekauft und sind in Urlaub gefahren, ins Warme über Weihnachten. Ihre Mieterinnen und Mieter haben 7 Wochen lang gefroren im Winter. Hallo? Ich hoffe, dass Sie vielleicht manchmal ein schlechtes Gewissen haben, dass Sie Ihre Eltern benutzt haben, um Eigenbedarf für unsere Wohnung vorzutäuschen. Sie haben uns belogen und unter Druck gesetzt, um uns aus unserer Wohnung zu jagen. Wir haben die Wohnung einige Monate später auf Immobilien-Scout gefunden. Der Preis hatte sich mehr als verdoppelt. Hallo? Sie haben das Haus verwahrlosen lassen, uns Mieter terrorisiert mit Anrufen zur Unzeit, mit Spontanbesuchen, haltlosen Drohungen und Wohnungsverwüstungen. Sie wollten uns klein machen und zum Auszug bewegen. Zuerst wurde das Standard-Entmietungsportfolio der darauf spezialisierten Anwaltskanzleien durchgezogen. Boten, die die Mieterhöhungsklagen, fristlose Kündigungen und Räumungsklagen vorzugsweise zur Abendbrotzeit und vor den Feiertagen überbringen. Dann haben sie eine Plane ums Haus gehängt und uns Bewohnern die Luft zum Atmen und das Licht zum Leben genommen. Unsere Kinder sind davon krank geworden. Ein Hausbewohner ist in seiner Wohnung gestorben. Sie haben behauptet, selber in ihre Wohnung einzuziehen, um Eigenbedarf vorzutäuschen, nur damit sie ihre Mieter loswerden. Die Wohnung wurde einige Monate später in einer Internetanzeige zu einem Vielfachen des alten Mietpreises angeboten. Sie haben wegen Eigenbedarf ihre Mieter gekündigt. Wann ziehen sie denn jetzt endlich ein? Oder können Sie sich die überteuerte Miete selber nicht leisten, für die Wohnung neu vermietet wurde? Sie haben kein Heizöl gekauft und sind in Urlaub gefahren, ins Warme über Weihnachten. Ihre Mieterinnen und Mieter haben 7 Wochen lang gefroren im Winter, zum Fest und über den Jahreswechsel hinaus. Die Heizung blieb kalt, bis eine einstweilige Verfügung sie zum Handeln zwang. Eine Entschuldigung gab es nie. Eigentum verpflichtet. Aber das ist ihnen fremd. Miete ist zu zahlen, Kürzungen dieser zu unterlassen und wehe dem, der sich dies dennoch traut. Der bekommt Post, es sei zu viel gemindert, zu spät oder gar nicht gezahlt. Räumungsklage droht und wird auch vor Gericht erhoben. Am Ende hat es ihnen nichts gebracht. Die Klage haben sie zurückgezogen, weil die Aussicht auf Erfolg zu gering war. Es wurden uns allen von Anfang an mündliche Mietverträge zugesagt. Wir haben die Miete pünktlich und fristgemäß auf das von Ihnen angegebene Bankkonto bezahlt. Nachdem wir nun seit über 3 Monaten dort wohnen, meldet sich Ihr Anwalt über WhatsApp und behauptet, wir hätten uns niemals mit der Vermieterin getroffen und wir dürften hier nicht wohnen. Ihr Anwalt schreibt uns, er würde die Miete nicht als Miete akzeptieren, behält das Geld allerdings als Strafgebühr für eine illegale Hausbesetzung. Fast wöchentlich steht die Polizei bei uns vor der Tür. Mal ein normaler Streifenwagen, mal mitten in der Nacht die Kripo. Seit ihrem Psychoterror wird nun immer und immer wieder die Polizei wegen uns alarmiert. Mal wegen Ruhestörung, mal wegen angeblichem Drogenkonsum, Drogenanbau, Schreien, Sachbeschädigung und so weiter. Jedes Mal ist die Polizei nun ohne eine Feststellung gefahren, da alle Geschichten frei erfunden waren. Können Sie sich vorstellen, wie es ist, wöchentlich aus dem Bett gerissen zu werden von Polizeibeamten, die sonst was von Ihnen denken? Unser Hauptmieter wurde genötigt, das angeblich illegale Untermietverhältnis mit uns innerhalb von 8 Tagen zu beenden. Damit wurde in Kauf genommen, dass eine schwangere Frau innerhalb kürzester Zeit auf der Straße sitzt. Der Hauptmieter weigerte sich, weil das Untermietverhältnis durch den vorherigen Eigentümer genehmigt war. Daraufhin kündigte ihre Firma das Mietverhältnis mit sehr kurzer Frist. Der Hauptmieter verstarb kurz darauf. Wir hatten keine Kraft für den Stress und verließen unsere Wohnung. Diese steht nun leer. Sie verdienen ihr Geld mit dem Leid realer Menschen. War das schon als Kind Ihr Berufswunsch? Sie spielen Ihre Spielchen.
erfinden willkürliche Befristungsgründe und zerstören das Haus von Familien, Freunden, Menschen, die hier teilweise schon jahrzehntelang leben und vor allem auch sehr gerne bleiben möchten. Für wen also ist das Ganze gut? Für Portemonnaie? Für Luxusbauten? Klingt das nicht absurd? Seitdem Sie das Haus erworben haben, wurden die MieterInnen durch Ihre Mitarbeiter schikaniert. Ein proaktiv agierender Mietmanager wurde eingesetzt, um die Hausgemeinschaft zu zerschlagen. Mieterhöhungen von 150% wurden angekündigt. Das Baugerüst stand monatelang, ohne dass am Haus irgendwelche Baumaßnahmen durchgeführt wurden. Eine sichtdichte Plastikplane hat uns das Licht genommen, monatelang. Nachdem ihr unser Haus vor einigen Jahren aufgekauft habt, gab es unverhältnismäßige und nicht legitimierte Mieterhöhungen. Dann habt ihr die Kita im Erdgeschoss rausgeworfen. Die Räume stehen seitdem leer. Im Winter fiel das Gas für 2 Wochen aus. Viele Mieter und Mieterinnen konnten nicht heizen. Ihr lasst unser Haus mit Vorsatz verwahrlosen. Ihr repariert keine Türen oder Türschlösser. Ihr lasst das Wasser durch die kaputten Dächer in die Hausflure sickern. Ihr nehmt Gesundheitsschäden der Mieter und Mieterinnen in Kauf, durch das Nichtbereinigen von beispielsweise Fäkalien. Ihr schikaniert uns mit immer wiederkehrenden Ankündigungen von Baumaßnahmen. Ihr versucht, die Hausgemeinschaft zu zerstören, durch strategische Entmietung, Zweckentfremdung der Wohnung als Ferienwohnung und Leerstand. Aber unsere Verbindung ist stärker denn je. Und ihr wisst ja, wer hier kauft, kauft Ärger. Keine Dusche und kein warmes Wasser. Ich musste mit einem Wasserkocher heißes Wasser kochen und dann mit einem 5-Liter-Eimer durch das dunkle Treppenhaus. So musste ich mich waschen, mit einem kleinen Eimer. Es war keine Dusche. Ich dachte, ich habe immer bezahlt, ich war immer korrekt. Warum bekomme ich das? Das war richtig schlecht. Meine Nachbarn sind immer bei einem Freund duschen gegangen. Ich wollte nicht andere Leute stören. Ich habe wegen ihnen meinen Job verloren. Weil ich musste mir frei nehmen, zu Gericht gehen, zum Anwalt. Mein Chef hat mich gebraucht, aber ich konnte nicht arbeiten. Er hat gesagt, so geht das nicht weiter. Ihm gefiel das nicht. Ich war immer traurig. In der Gastronomie muss man immer glücklich sein, mit normalem Gesicht arbeiten. Ich aber habe jeden Tag geweint auf der Arbeit. So habe ich wegen ihnen meinen Job verloren. Und ich habe alles Geld, das ich für eine neue Wohnung gespart hatte, verbraucht. Ich hatte und ich habe noch immer kein Geld. Wegen ihnen. Es ging so weit, dass ich nach Hause gekommen bin, öffnete meine Tür und da kam das Wasser von der Decke. Aber keiner wohnte mehr über mir. Alle waren schon weggezogen. In dem anderen Seitenflügel ist genau das Gleiche parallel passiert. Ein Glück, dass ich nach Hause gekommen bin. Wir haben die Feuerwehr und die Polizei gerufen. Die haben gesagt, solche Fälle kennen sie schon aus dem Prenzlauer Berg. Den Jugendzentren Potze und Drugstore wurden 2015 die Mietverträge gekündigt. Wir haben immer wieder das Gespräch gesucht und während die Verhandlungen noch laufen, bieten sie unsere Räume schon zur Miete an. Wie fühlt es sich an? 45 Jahre, stadtrelevante Geschichte, starke Kultur und notwendige freie Jugendarbeit vor die Tür zu setzen für noch mehr nichtssagende Büros. Dann begannen die Umbauarbeiten über uns. Über Monate hinweg haben sie rund um die Uhr bauen lassen. Nachmittags Krach, um Mitternacht Krach, morgens Krach. So laut, dass man sein eigenes Wort nicht mehr verstand. Permanent hatten wir diesen Lärm um uns herum, während wir arbeiteten. In der Zeit ihrer Bauarbeiten wurde wohl ein Rohr beschädigt. Aber statt uns zu informieren, haben sie gewartet, bis über Stunden hinweg der Schaden nur noch größer wurde. Immer wieder wurden Begehungen unserer Räume gemacht. Ich habe 15 Jahre in der Berlichinger gewohnt. Dann die Entmietung, die über 1,5 Jahre dauerte. Erst ist noch der Bürgermeister finanziell für uns eingesprungen. Doch das konnte nicht ewig so gehen und als er aufhörte, aus seiner privaten Tasche zu zahlen, habt ihr uns die letzten 2 Monate das Wasser abgestellt. Da ist Chaos ausgebrochen. Überall Dreck. Die Ratten sind bis in den 4. Stock, bis in mein Schlafzimmer gekommen. Es hat gewimmelt von Ratten. Plötzlich herrschte im Haus totales Misstrauen gegen unbekannte Menschen. Ich hatte Angst, nach Hause zu kommen, weil ich mich dort überwacht gefühlt habe. Nachbarn hatten Angst, weil sie nicht wussten, was passiert, wenn das Baby kommt, mit dem sie gerade schwanger waren. Familien hatten Angst,
weil sie nicht wussten, wo sie hinziehen sollten. Ich habe in dem Jahr so viel geweint wie später nie wieder und nie vorher. Der reinste Horror. Wissen Sie eigentlich, wie das ist, wenn so eine Entmietung stattfindet? Wenn man den ganzen Tag arbeiten geht und dann kommt man nach Hause und macht den Briefkasten auf und einem zittert schon die Hand und jedes Mal ist ein Brief drin von der Hausverwaltung oder von Ihnen persönlich und jedes Mal sind es lächerliche Forderungen, unhaltbare Sachen. Aber man weiß trotzdem, nächste Woche muss ich neben all den anderen Sachen, die ich erledigen muss, auch wieder zur Mieterberatung gehen und mich mit meiner Anwältin beraten. Und dann muss ich schon wieder einen Brief schreiben. Und ich muss auch noch per Einschreiben verschicken, damit mir nicht jemand vor Gericht andrehen könnte, dass der Brief nicht angekommen ist. Und der ganze Scheiß jede Woche, das ganze Jahr über. Und der ganze Druck ist nur dafür da, dass sie Profit schöpfen können.